Ja, wir steigen gerade ein. Genau, ich bin froh, haben wir noch zweimal. Das ist super. Wir können auch einmal, aber wir machen zweimal über eins der spannendsten Kapitel für mich von der Bibel. Und wir lesen das gerade mal zusammen. Du kannst es einfach anstellen. Das passt gerade perfekt für unser Beispiel nachher. Du kannst einfach mal schnell den Flipchart neu anstellen. Der muss eben fast ein kaputt sein. Warte, wir stellen ihn da hinten. So. Das macht nichts. Das kann man nicht wegnehmen. Der dient heute nur als ein Beispiel. Ich sehe, wir brauchen. Es ist gut, wir haben gespendet für Gain. Nächstes Mal müssen wir wieder Connect-Kollekte machen. Wir haben da definitiv einen kaputten Flipchart. Hey, das ist super so. Kannst du wegnehmen. Es ist nur ein Beispiel für nachher. Er muss eigentlich fast ein bisschen kaputt sein. Das ist super. Wir lesen Jona 4. Genau, ihr könnt mitlesen in eurer Bibel, aus der Hoffnung für alle oder auf dem Screen. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das ist Kapitel 4, Vers 1. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte. Wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser, als weiterzuleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Das Wort von Gott aus Jona 4. So eine spannende Geschichte. Und da heisst immer wieder Ninive, die grosse Stadt. Grosse, mächtige Stadt. Wir haben es gehört vom Sam. Letztes Mal 3 Tage hat man durchlaufen. Es war die grösste Stadt von der damaligen Welt. Auch eine grausame Stadt. Und eigentlich ist es erstaunlich, dass der Jona da so eine Depression hat. Und ich meine, der Jona, viele kennen ihn ja für seine Geschichte vom Fisch, wo er dann wieder freigelassen wird und denken, das ist die Geschichte fertig. Oder vielleicht noch eben nach der Predigt in Ninive, wo das Volk umkehrt. Aber die wenigsten wissen, dass eigentlich da in dem Kapitel 4 so wirklich Quintessenz von dieser Geschichte vorkommt, was Gott am Jona lehren will. Und darum nehmen wir uns 2 Sündige, um das anzuschauen. Und die Frage ist ja, warum hat eigentlich der Jona so eine Depression? Ich meine, ihm ist mega viel gelungen. Da ist eine Stadt, die wirklich ja, Böses da hat und die kehrt um zu Gott. Ich meine, da haben wir vielleicht, denken wir, kann das sein, wenn wir etwas Schlimmes hören in der Welt. Glauben wir es recht schnell. Für etwas Gutem sind wir vielleicht etwas skeptischer. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Und das Wort Gottes hat unglaublich Kraft, um ganze Städte und Dörfer zu verändern. Und man kann sagen, Jona hat eigentlich den Erfolg von seinem Leben gehabt. Vielleicht, gerade da war die Zedertaufe am Donnerstag von Joni und Steffi von Two and the Sun, sagen wir sie, kommen diese Charts Nummer 1, ein riesen Durchbruch. Das wäre doch ein Erfolg, würdest dich freuen. Und beim Jona würde man eigentlich jetzt auch erwarten, würde sich freuen. Man denkt, eigentlich ist das Kapitel jetzt die Geschichte fertig und das heisst noch, vielleicht Jona ging fröhlich pfeifend nach Hause. Aber es steht nicht das, sondern es heisst da, Jona ärgerte sich sehr darüber, im Jona 4, Vers 1. Ein riesen Erfolg. Jeder Prediger würde denken, wow, endlich mal etwas Sichtbares. Unglaublich, was da sich verändert hat. Und der Jona ärgert sich darüber.
Und die grosse Frage ist doch eigentlich, warum ärgert sich der Jona? Und wir wollen wie auf die Frage eingehen, diese zwei Sündigen von zwei verschiedenen Perspektiven oder zwei verschiedenen Themen, die wahrscheinlich Jona genervt haben, die ihn zum sich ärgern gebracht haben. Und das Erste, wo er sich darüber ärgert, ist sein Gottesbild. Er bringt es nicht zusammen in seinem Hirn, wie Gott wirklich ist. Es sprengt seinen Verstand, dass Gott so gnädig kann sein. Er hat ein kleines Gottesbild. Und das Zweite, er hat wie so zwei Herzen in seiner Brust. Er weiß nicht, was er eigentlich wirklich glaubt. Und darum, einmal freut er sich und dann wieder hässig. Er ist hin und her getrieben von seinen Emotionen. Aber heute wollen wir primär über das Gottesbild reden. Und das nächste Mal mehr persönlich über den Jona und seine eigene Geschichte. Meine These ist, der Jona ärgert sich so, weil er eine begrenzte Perspektive von Gottes Größe hat. Und darum nennen wir die Message heute mal Gottes grössere Perspektive. Du kannst dich so vorstellen, wie bei der kaputten Flipchart, wo man nicht mal die einzelnen Beine kürzer und länger machen, sondern beide zusammen. Aber wenn dein Gottesbild irgendwo schräg steht, etwas kurz ist oder hinten gar nichts mehr hat, was hebt, dann kippt das um oder geht auf eine Seite und irgendwo stehst du immer ein bisschen schräg in der Landschaft. Und vielleicht bist du auch so eine Person, die mal dort hockt wie der Jona unter dieser Stude in der Wüste und sich eigentlich aufregt über Gott. Ist das auch schon so gegangen? Also ich kenne das von mir. Vielleicht Gott nicht verstehen und das gehört ja dazu, das dürfen wir auch. Aber kann es daran liegen, dass wir eine kleine Perspektive haben und vielleicht falsche Erwartungen auch an das, wie Gott müsste handeln. So drei Punkte, wenn wir anschauen, Gottes Gnade ist grösser, Gottes Gerechtigkeit ist grösser und Gottes Weg ist grösser. Erstens, Gottes Gnade ist grösser. Finde ich ein schöner Punkt. Gnade ist immer super. Ich denke, wir starten mit dem. Das ist einfach, da können wir alle sagen, wow, so cool. Und es ist interessant, was der Jona da Gott eigentlich vorwirft. Er wird hässig und ruft aber nicht, du bist so blöd. Sondern er ruft, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist gross, deine Liebe kennt kein Ende. Das ist mal ein Vorwurf. Ich würde sagen, das ist eher ein Kompliment. So können sich die Zeiten ändern. Und ich meine, wenn jetzt deine Ehepartner dir vielleicht den Dessert... Also ich muss schon anders anfangen, genau. Dass der Jona sich da aufregt über dass Gott gnädig ist, kann man ein bisschen besser verstehen, wenn man Assyrien ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Manchmal gibt es Sachen, die es schwierig zu fallen, zu vergeben, oder? Wenn dein Ehepartner vielleicht dir das Dessert raus ist. Ich habe gedacht, das wird noch passieren. Gut, jetzt können wir dann definitiv einen neuen kaufen. Nächste Woche. Genau, das habe ich so gemacht. Nein, im Fall uns geht es wirklich finanziell mega gut. Das ist mega schön. Danke für alles, was ihr gebt. Wir sind wirklich gesegnet. Das ist super. Es liegt mehr daran, dass wir noch keinen neuen da haben. Und dass ich wirklich den kaputt brauche. Wir haben sogar einen neuen. Jetzt auf einem Ding vom Gebetshaus haben wir eigentlich den geklaut. Weißt? Das ist immer gut, wenn man so Beziehungen hat. Dann kannst du so umstossen, aber ich brauche heute wirklich den kaputt. Ich sehe es dann noch. Auf jeden Fall, genau, wenn du deinem Ehepartner, wenn der irgendwie dein Dessert hier aufisst, dann kannst du noch sagen, ja, okay, ich vergibe dir. Ist nicht so schlimm, oder? Aber dann gibt es Situationen, die sind wirklich... Ja, für die einen ist das auch schwierig, genau. Ja, man regt sich schon auf. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man kann es vergeben. Oder was auch immer für Geschichten. Vielleicht selbst, wenn man bei einer Beziehung zu Brüche geht oder jemand betrogen wird. Das vielleicht sagst du, okay, ich kann das irgendwo vergeben. Und dann gibt es so Sachen, krasse Geschichte, ich will jetzt nicht zu fest schocken, aber vor 25 Jahren ist, wir haben das gefeiert oder daran gedacht, ist in Srebrenica. Das waren zwei grösste Massaker, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa gab. Sind etwa 8'000 bosnische Männer und Buben ermordet worden, systematisch geplant. Und da kannst du nicht so einfach sagen, ja, gut, ja, vergib einfach mal, so easy, oder? Und Ninive gehört definitiv in diese Kategorie von dem Gröberen, was da passiert ist. Es war die Hauptstadt von Assyrien und das war das Weltreich von den Babylonier, von den Griechen. Und die sind wirklich bekannt als Terrorstaat. So ein paar krasse Details. Da, wenn sie Finden besiegt haben, dann haben sie in der Regel ihnen beide Beine abgeschnitten und einen Arm und haben dann, während der andere gestorben ist, noch die Hand ihm schütteln. Oder? So, Schadenfreude. Oder sie haben Familienangehörige, die besiegten Finden mussten die Familienangehörigen ihre Geliebten, die Köpfe von ihren Geliebten aufgespießt auf Stangen
an der Parade durch die Stadt durchtragen, also Familienangehörige. Es ist Schadenfreude, oder? Über ihren Sieg. Es ist berichtet, dass ein König hat es geliebt, wirklich Detaildarstellungen von Folterungen, von Enthauptungen auf Steintafeln zu malen und zu zeichnen zu lassen. Und sie haben auch das beschrieben, wie sie wirklich Städte erobert haben, einfach alle brutalen Sachen und das gefeiert mit Schadenfreude, wie viele Leute sie können umbringen konnten. Und in der Regel sind sie gewaltsam in andere Städte eingedrungen. Sie haben also Krieg geführt, um ihr Gebiet zu expandieren. Sie haben Sklaven wirklich ganz schlecht behandelt und die Armen unterdrückt. Und diese Stadt ist das Ziel von Gottes Mission, von Gottes Outreach. Klar, es ist nochmal eine andere Zeit, es ist heute sicher noch schwieriger für uns zum einordnen. Aber auch wie damals, man hatte Angst vor Assyrien. Das war ein brutaler Staat, ein Terrorstaat. Und Gott sagt jetzt nicht, hey, denen zeige ich es jetzt, die Tag, den haue ich jetzt gerade eins aus, ohne Vorwarnung. Sondern er kommt nicht mit einer riesen Armee, sondern er kommt mit eben Armee von einer Person. Er schickt eine Person, um sie einzuladen und zu sagen, hey, das ist nicht richtig, wie ihr lebt. Er gibt ihnen eine Chance, umzukehren. Und wir können sagen, Gnade steckt eben zu tiefst im Wesen von Gott. Das ist sein Wesen. Er ist viel gnädiger als wir. Da, wo wir vielleicht denken, manchmal, wir sind gnädig. Und wir sind vielleicht sogar besser als Gott. Oder ich würde es schon lange anders machen. Aber Gott ist viel, viel gnädiger als wir. Und es ist noch interessant, dass, was der Jonah da aufzählt. Du bist so gnädig, barmherzig, geduldig. Deine Liebe hat keinen Sinn. Das ist nicht gerade ein schlechter Schlötterli, den der Jonah herausfindet und Gott so spontan anrührt. Sondern er zitiert aus der Bibel. Er zitiert aus der Bibel. Und zwar aus einer Begegnung, wo Mose hat mit Gott haben. Mose hat gesagt, Gott, ich verstehe dich auch nicht so. Und ich will dich sehen in deiner ganzen Größe. Aus dieser Begegnung heraus zitiert Jonah. Und der Mose damals hat Gott sehen und hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen, wie du wirklich bist, ich will dich verstehen. Und Gott hat gesagt, das kannst du nicht, ich bin so perfekt, so heilig, du wirst sterben. Aber du darfst einen Teil von meiner Erscheinung, von meiner Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit von Gott zieht an Mose vorbei und er stellt in so eine Felsspalte. Und während die Herrlichkeit von Gott vorbeizieht, ruft sie über sich selber aus. Ich bin der Herr, können wir mal lesen, das zitiert Mose aus 2. Mose 34. Aus dieser Begegnung mit dem Mose, wo Gott selber über sich sagt, das ist, was Gott selber über sich sagt, wie er sein Wesen definiert. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist gross. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Es ist eigentlich krass, wie das der Jonah verdreht und schlussendlich Gott jetzt vorwirft. So bist du. Aber Gott sagt, ich bin so. Das ist mein Wesen. Ich bin gnädig. Jonah, du checkst es einfach nicht. Und die Gnade von Gott und das Wesen sehen wir auch mega schön an der Geschichte von Gott, wie er mit Ninive und dem Jonah umgeht. Zum Beispiel, das heisst, du bist barmherzig. Und wenn man da lesen, am Anfang heisst, am Schluss von dem Dialog, wo Gott Jonah sagt, hey, mich jammert die Stadt, kannst du mal die nächste Folie tun. Genau, da heisst es, er sagt zum Jonah, dich jammert der Rizinus. Aber mich sollte Ninive nicht jammern. Also an dem sehen wir, Gott ist barmherzig. Weil das ist mega spannend. Können wir mal lesen. Die Bibel übersetzt das Jammern ganz unterschiedlich. Einmal heisst es verschonen oder Mitleid haben. Und ich habe gelesen von Exegeten, die sagen, dass das Wort, das da steht, das heisst eigentlich, Gott nimmt das Wort für sich, mir zerbricht es das Herz über Ninive. Darum kann man es so verschieden übersetzen. Ich brülle über ihn. Es macht mich traurig. Und es ist eigentlich noch krass, dass Gott so über uns Menschen redet, dass es ihm wirklich nahe geht. Weil, dass der Jonas so über den Rizinus redet, die Stude, die da im Schatten gibt, das verstehe ich. Es hat ihm ja auch etwas gebracht. Er hat heiß gehabt. Es ist wie so eine Liebe, wo man etwas anheftet. Das hilft mir. Ah, ein feiner Burger oder eben ein guter Dessert oder was auch immer. Es ist eine Liebe, die auch irgendwie einen Zweck hat oder die ausgelöst ist durch etwas, das uns gut tut. Aber Gott, der ist nicht abhängig von uns Menschen, wie Gott von dieser Rizinus-Stude. Er sagt nicht, ich brauche dich, damit ich in Schatten habe und es mir besser geht. Er ist perfekt in sich. Und das heisst, wenn ihm das Herz zerbricht, das heisst, er hat freiwillig sein Herz an dich hergehängt. Nicht, weil er müsste. Sondern es ist etwas, was er freiwillig macht. Er sagt, ich will mit dir den Bund gehen, ich will mit dir den Weg gehen. Und sogar ein Volk, das nicht mal sein eigenes Volk direkt war, das er erwählt hat, sagt er, hey, mich jammert das Volk. Also er ist barmherzig, wir sehen, er ist gnädig. Wenn es nachher heisst, Jonah 4, 10, man kann vielleicht noch den ganzen Text dort einblenden, sie wissen nicht, was links oder rechts ist. Ist das ein mega grosszügiger Blick, finde ich, auf das Ninive. Das heisst ja, mit anderen Worten heisst das, ihr seid geistlich blind. Euch fehlt der moralische Kompass. Und ihr wisst nicht, was links und rechts ist. Er sagt nicht, ich schaue von euch ab und ihr checkt es immer noch nicht, ihr seid so Idioten.
Es ist ein mega grosszügiger Blick. Hey, ich wüsste gar nicht, was er tut. Können wir auch anders sagen, bei denen, die so brutale Sachen machen. Aber sie sind so geistig blind, so gefangen in ihrer Gewalt, so in dem Innen, dass sie gar nicht wissen, was ist eigentlich ihr Problem. Wie könnten sie das überhaupt lösen? Oder wie könnten sie das anders machen? Gott ist viel grosszügiger als wir. Wir schauen wir auf andere Menschen. Sagen wir, die Idioten, warum checken die das noch nicht? Die mit dieser oder dieser Einstellung. Die sind so eng oder so komisch oder so. Aber Gott sagt nicht, ihr Idioten, sondern die wissen nicht, was links und rechts ist. Und er ist auch geduldig. Wenn wir sehen, wie er mit dem Jona umgeht. Er sagt nicht, Jona, jetzt hast du Predigt, aber jetzt checkst du es immer noch nicht. Jetzt hast du deinen Job da, jetzt bist du mir gleich. Nein, er redet dann auch mit dem Jona. Er bleibt da eben dran. Er ist geduldig mit Ninive, er ist geduldig mit dir und mir. Er kennt uns mit allen Sünden, die wir noch werden machen. Und trotzdem hat er Ja gesagt zu dir. Nicht erst zu dem, was du warst bis jetzt. Zu dem, was du alles noch machen würdest. Das ganze Potenzial von allem komischen Zeug, das du noch denken und machen könntest. Und er sagt, ja, ich liebe dich. Ich nehme dich an und ich gehe einen Weg mit dir, wenn du noch nicht perfekt bist. Ich bin gnädig und ich bin geduldig. So das Fazit, 2. Mose 4, die sagt, Gott, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist gross, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Gott ist viel gnädiger, als wir es denken. Und der Jona ist sozusagen, wie wenn man jetzt da könnte das einfahren könnte. Ich habe wirklich gemeint, man kann das bei dieser Flipchart, aber man kann das eben gar nicht. Dann würde es das ein bisschen so stehen, oder? Er ist wie schräg in der Landschaft, weil er irgendwie die Gnade von Gott, die geht ihm nicht in den Kopf rein. Und ich finde es so schön zu wissen, dass unser Gott viel gnädiger ist als wir, viel mitfühlender, viel barmherziger. Dort, wo wir Geduld mit Menschen oder Situationen verlieren. Und was ich ganz spannend finde, ist auch der 2. Punkt, weil mit dem 1. Punkt hat der Jonas Problem gehabt. Mit dem 2. Punkt, ich denke, da sind wir ein bisschen herausgeforderter. Gottes Gerechtigkeit ist grösser. Es ist noch interessant, dass der Jonas kein Problem hat. Der geht raus aus der Stadt und er will eigentlich dort. Er will zuschauen, wie Gott jetzt das Ninive wirklich zerstört, vernichtet. Und mit dem hat er anscheinend kein Problem, dass Gott das machen würde. Das sprengt jetzt nicht seinen Verstand. Das würde er irgendwie noch erwarten. Und das zeigt mir, er hat ein einseitiges Bild, oder? Er sieht nicht beides zusammen, Gnade und Gerechtigkeit zusammen. Und eigentlich hätte er können wissen, dass die Gerechtigkeit auch ein Wesenszug ist von Gott. Und dass er das darf Gott überlassen, wie er für Gerechtigkeit sorgen in Ninive. Das ist gar nicht um Jonas' Problem. Weil was der Jonas nämlich auslässt in dem Schlötterli oder in dem Zitat, ist der 2. Teil, der genauso zu Gottes Wesen gehört, wo wir noch lesen wollen. Da heisst es am Anfang, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist gross. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren. Über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Das ist mein Wesen, sagt Gott. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Das ist interessant, dass Gott, dass Jonas relativ selektiv die Bibel liest. Er zitiert zwar den 1. Teil, aber den 2. lässt er einfach aus. Obwohl das ja auch im Wesen von Gott wäre. Und er könnte darauf vertrauen, dass Gott irgendwie für Gerechtigkeit wird sorgen. Aber er sieht das nicht und hockt wütig dort. Kennen wir das aus unserem Leben? Dass wir vielleicht nicht wissen, Gott, was machst du? Und ja, vielleicht ist auch ein Mysterium, Gott, wie schafft er das? Aber er ist eben beides. Seine Gerechtigkeit ist auch grösser als unsere Gerechtigkeit. Und ich behaupte, warum lässt der Jonas den Teil weg? Weil er mit dem kein Problem hat, mit der Gerechtigkeit. Logisch müssten die Bösen bestraft werden, sagt er sich. Die gehören nicht zu Israel. Aber dass Gott gnädig ist, das stresst ihn. Und ich habe mir dann so überlegt, wäre das nicht heute genau umgekehrt? Würden wir es nicht genau umgekehrt zitieren, wenn wir jetzt Gott etwas vorwerfen müssten? Wenn jetzt wir würden sagen, ja Gott, du bist so barmherzig. Ja, du bist so gnädig. Juhu! Und deine Liebe hat keinen Sinn, das singen wir jedem Song, oder? Aber wenn es nachher heisst, ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folge tragen. Ja, also, ich weiß es nicht genau. Gott, der mal wird Gericht halten über unsere bösen und guten Taten, von denen wir uns mal Rechenschaft geben müssen. Werte, die unabhängig von unserer Kultur gelten, seine Gebote über alle Zeiten hinweg, sein Wesen, wo der Maßstab ist, wo die Frage ist, hey, das ist der Maßstab, nach dem wir beurteilt werden. Nicht, was jede Kultur über gut und falsch denkt. Und beides steht aber im Wesen von Gott. Er ist gnädig und er ist gerecht. Und interessant ist ja noch, dass der Jonah da eben ein Stück weit selektiv
die Bibel liest. Und ich denke, das ist eine Gefahr, wo ich glaube, sind wir alle immer wieder in dieser Gefahr. Wir lesen das, was uns anspricht, aber das, was uns herausfordert, können wir je nach Kultur verschieden ignorieren. Es ist schon spannend, dass der Jonah in seiner Zeit damals Gerechtigkeit überlesen hat und einfach sich an der Gnade so aufgeregt hat. Oder? Bei uns wäre es vielleicht genau umgekehrt. Das zeigt doch, wie fest Kultur uns prägt. Und stell dir mal vor, es gäbe dir einen Gott, wo allmächtig ist und es gegenüber eine Person, die immer die gleiche ist. Wäre es nicht logisch, dass er an irgendeinem Punkt von unserem Denken uns herausfordern würde? Sag, du hast einen Ehepartner. Und du sagst, Schatz, mach mir die Wäsche. Ja. Schatz, habe ich gut predigt. Ja. Schatz, findest du mich immer gut. Ja. Und einfach nur immer ja, 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 dann hast du kein Gegenüber mehr. Sondern was hast du? Ein Roboter, oder? Wenn wir Gott haben als eine Person, als unser Gegenüber, dann wird sie an irgendeinem Punkt anders ticken wie wir. Irgendeinen Punkt unser Denken herausfordern. Und das glauben wir, dass Gott so ist. Und dass darum jede Kultur irgendwo in ihrem Denken herausgefordert wird. Wie ist der Gott? Und es ist immer wieder gut, wenn wir demütig sind und nicht sagen, ja, ich lasse mich jetzt bestätigen, was in der Bibel steht und genau so habe ich es schon immer gesehen. Sondern wenn wir mit einer Demut kommen und sagen, Gott, zeig mir, wie du meinst. Auf beiden Seiten immer. Demütig. Was willst du mir lernen? Nicht als Beweis für das, was ich schon sowieso glaube, aber auch nicht, um etwas abschwächen, wo vielleicht anders drin steht, sondern demütig. Und fragen, was willst du sagen, wie ist dein Wesen? Gott ist beides, gnädig und gerecht. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen zu weit gekommen, hier in meinen Notizen. Ein spannender Punkt finde ich in dem noch, oder eine spannende Überlegung, also was mir auch Mühe macht, was ich schwierig finde, wie bringen wir das zusammen, die Liebe und Gerechtigkeit von Gott. Und das ist etwas Herausforderndes. Und gleichzeitig glaube ich ganz fest, dass nicht zwei Seiten in Gott sind, sondern in der Bibel heisst, Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. So auch seine Gerechtigkeit ist Teil seiner Liebe. Ein Gott, der nicht gerecht wäre oder nicht wütig ist über das Böse in der Welt, wäre das wirklich ein liebender Gott? Stell dir vor, du liebst jemanden unglaublich, deinen Ehepartner, deine Tochter. Und ihr wird Böses da, oder sie tut sich selber immer Böses, oder fängt da in eine Drogensucht hineinkommen, etwas, was schlecht ist für sie. Ja, wenn du sagst, gleichgültig dort, ja, ist mir egal. Ist das Liebe? Ich glaube, die grösste Form von Hass ist Gleichgültigkeit, oder? So, du kannst nicht einen Gott haben, der wirklich leidenschaftlich Liebe ist, aber über das Böse der Welt die Augen verschließt. Gottes Zorn ist auch ein Ausdruck von seiner Liebe. Es ist nicht etwas anderes in seinem Wesen. So ein unreifer, schlechter Charakter. Es ist das Tiefste in seinem Wesen, dass er zornig wird über das Ungerechte in dieser Welt. Und darum dürfen wir auch gegen Ungerechtigkeit aufstehen, wie Gott zornig ist über Ungerecht. Und es ist ja nicht so, dass Gott nicht... Ich habe die Geschichte lustigerweise immer bis jetzt gelesen. Sie hat mir immer die Größe von Gottes Gnade gezeigt. Und das ist ja so, das zeigt sie mir wirklich. Ich finde krass die Geschichte, wie Gott da am Schluss redet über eine andere Stadt. So eine gnädige Sicht über den bösen, schlimmen Assyrien. Und gleichzeitig, warum hat er den Jonah geschickt? Um sie zu warnen. Es ist, was hat Gott gemacht, wenn Ninive nicht umgekehrt wäre? Wir wissen es nicht, aber andere Stellen der Bibel sehen wir, Gott ist gerecht, er wird auch richten. Er hat Städte zerstört wegen ihrer Schuld und Sünde. Jetzt ist das Gericht nicht mehr da, es wird mal am Ende der Zeit sein, Jesus hat für uns gezahlt, aber die Gerechtigkeit von Gott, die bleibt. Aber er hat sie gewarnt, zur Umkehr eingeladen. Und zum nochmal zurück auf die Geschichte von Srebrenica, da ist wirklich Schlimmes passiert. Und es gibt einen Theologen, den Miroslav Wolf, und das Foto von ihm mitgebracht. Der ist in Ex-Jugoslawien aufgewachsen und er hat nicht selber gekämpft im Krieg, aber er hat müssen flüchten von seinem theologischen Seminar, wo er selber in der Schule war. Und hat erlebt, wie ganz viele von seinen Freunden getrennt worden sind durch den Krieg, die Gruppe gegen die Gruppe und einfach die ganzen schlimmen Sachen, die passiert sind durch den Krieg in seinem Land. Und natürlich später auch von dem Massaker. Und er schreibt, es ist ein taffer Satz, aber ich komme ein bisschen aus anderer Kultur wieder, oder? Wo ein bisschen unser kulturelles Denken hinterfragt. Und er sagt, es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen.
Also da geht es jetzt noch einen anderen Punkt, oder? Um Gewaltlosigkeit. Er sagt quasi, hey, wenn ich weiss, Gott wird mal richten, das hilft mir, dass ich nicht muss selber gewalttätig werden. Aber es drückt ja auch aus, dass Gericht für Gott so Leute eine wichtige Dimension ist. Und er kritisiert ein bisschen uns, vielleicht im Westen, und sagt nachher auch gewisse liberale Gedanken, die sagen, hey, ja, wenn man es mega schön hat, kommt man vielleicht schon auf seine Idee, dass es Gerechtigkeit nicht mehr so wichtig ist. Aber da sehen wir, der Jonah, der hat gefunden, logisch Gerechtigkeit. Und wir heute haben da vielleicht ein bisschen eher Mühe. So, ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich eine Tendenz und kippt ein bisschen mal so runter und sagt, Gott, du bist viel zu gnädig oder vielleicht, ich komme nicht raus aus deiner Gerechtigkeit, das würde ich lieber rausstreichen. Aber beides gehört zu seinem Wesen. Und das bringt uns noch zum dritten Punkt. Gottes Wege sind grösser. Was der Jonah hat kein Problem gehabt, eben mit der Heiligkeit, aber Gnade hat er nicht verstanden. Und was er nicht gecheckt hat, ist, wie Gott das zusammenbringen kann. Das ist ihm ein Mysterium geblieben, auch Mose. Wie geht das dann zusammen? Er hat es nicht wissen. Also in seiner eigenen Geschichte hat er schon ein bisschen erlebt, dass beides zusammengeht. Weil Gott war ihm gnädig gewesen. Er hat ihn nicht einfach vernichtet, nachdem er ihm den Rücken gekehrt hat oder was auch immer. Oder hat ihn einfach gehen lassen. Nein, er ist ihm nachgegangen, er hat sich um ihn gekümmert, hat sich um ihn gedreht. Und gleichzeitig hat er aber einfach einen gehen lassen. Er hat einen Sturm geschickt. Seine Gerechtigkeit und seine Liebe zeigt sich am Jonah, wenn er mit ihm redet, aber auch wenn er einfach nicht sagt, mach was du willst, gang, hau ab, du bist mir gleich. Aber eigentlich so wirklich die Lösung hat der Jonah noch nicht kennengelernt. Das sehen wir erst, wenn wir in dieser Geschichte von Gott mit den Menschen weitergehen, zu Jesus. Und es gibt so eine schöne Geschichte, wo es zeigt, dass Jesus eigentlich der wahre Jonah ist, der wahre Prophet. Wo Jesus reinzieht auf Jerusalem, da sieht er weiss, ich werde da sterben. Und was sagt er über diese Stadt? Wir lesen es zusammen. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Er ist der Gott, der ihm das Herz zerbricht. Der Gott, der brüllt, nicht wie der Jonah. Der Jonah ist außerhalb der Stadt und er wartet darauf. Er hat kein Mitleid, er hofft, dass sie zerstört wird. Jesus aber kommt in die Stadt hinein. Er weiss, ich werde jetzt sterben und er brüllt über die Stadt. Ganz anders als der Jonah. Und der Jonah will, dass Ninive endlich gestraft wird. Auch wenn sie vielleicht gar nicht wissen, was richtig und falsch ist, ist dem Jonah völlig gleich. Ob sie wissen, was richtig und falsch ist. Hauptsache, sie kommen darunter. Und Jesus, als er am Kreuz ist und stirbt, was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was rechts und was links ist. Ich habe einen grosszügigen Blick. Und gleich der grosszügige Blick heisst gleich nicht, dass Ninive nicht zerstört worden wäre, dass sie zur Rechenschaft gezogen wären. Sondern der grosszügige Blick heisst, ich will nicht, dass sie darunter kommen. Aber Gerechtigkeit muss gleich sein, sonst hätte Jesus auch nicht sterben am Kreuz. Aber er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder der Jonah geht aus der Stadt raus und will zuschauen, wie das Gericht oben runterkommt. Und Jesus wird dann aus der Stadt rausgeführt und wird selber gerichtet. Außerhalb der Stadt nimmt er das Gericht auf sich. Warum muss dann Gott die Sünde strafen? Weil er wäre nicht perfekt gut, wenn er das Böse nicht strafen würde. Wenn er es einfach überschauen würde. Sagen wir Schwamm drüber. Wäre das ein guter Gott? Seien wir mal Hand aufs Herz. Einer, der einfach nur sagt, ja, ist alles okay. Wäre das Liebe? Aber warum will Gott nicht, dass Menschen verloren sind und einfach nur Gerechtigkeit machen? Weil das auch nicht wirklich seiner Liebe würde genug tun geben. Wenn er einfach zulassen würde, dass so viele Menschen verloren gehen. Und darum rennt seine Liebe uns nach, wie sie am Jonah nachgerannt ist. Und wie hört die Geschichte auf? Das finde ich noch mega spannend, so mit einem Cliffhanger. Wir wissen nicht, wie der Jonah reagiert hat, oder? Es ist einfach eine Frage von Gott an Jonah. Jonah, ist es wirklich richtig? Sollte ich nicht auch Erbarmen haben über diese Stadt? Und die Antwort bleibt aus. Das finde ich noch spannend. Vielleicht ist es bewusst so, um uns in die Geschichte hineinversetzen und fragen, wie würde ich antworten? Was würde ich sagen? Soll Gott, was soll er machen? Und so lässt Jesus dich auch in eine Antwort zu geben, ihm. Ich sage es ein bisschen wie die Flipchart. Ich denke, es ist immer ein bisschen schief auf die eine oder auf die andere Seite. Aber eigentlich hat es noch so ein drittes Bein, das ist jetzt abgeht. Aber wenn man das hin und her stellen würde, dann steht die Flipchart. Oder ich könnte es mir jetzt vorstellen, da, das dritte Bein. Und für mich ist das wie der dritte Weg. Jesus. Und auch wenn das mal ein bisschen schief ist, die Frage ist, hast du das Fundament in deinem Leben? Hast du Jesus in deinem Leben? Und das ist eine Einladung auch am Schluss von diesem Text, wo Gott sagt, hey, was machst du,
Was triffst du für eine Entscheidung? Wie reagierst du? Die Band darf auf die Bühne kommen und ich will noch zusammenfassen. In und nur Jesus zeigt sich eigentlich, wie Gott beiden gerecht werden kann, seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Warum ist der Jona hässig geworden? Warum hat er sich geärgert? Weil er nicht gecheckt hat, dass Gott das Perspektive viel grösser ist. Er ist angestanden als im Gottesbild. Und ich glaube, es geht das immer wieder so. Und was uns immer wieder helfen kann, ist eben auf das zu schauen. Gottes Gnade ist grösser. Erstens, wo kannst du neu dich von Gottes Mitgefühl berühren lassen? Vielleicht auch für andere Menschen. Und sagen, hey, ich möchte auch, dass mein Herz berührt wird. Ich möchte mich auch belasten mit der Not von anderen Menschen. Ich möchte gnädiger auf andere Menschen schauen. Was hast du für einen Blick? Hast du Gottes Blick? Was sagt, sie wissen nicht, was links oder rechts ist? Vater, vergib ihnen. Oder hast du Jonas im Blick? Gottes Gerechtigkeit ist viel grösser als unsere Gerechtigkeit. Und das ist auch eine Einladung, uns ihm zu beugen und zu sagen, du weißt es besser, du weißt, was gerecht ist. Und du bist ein heiliger Gott. Lehr mich, auch Ungerechtigkeit in der Welt zu sehen. Und das Dritte, kennst du die Liebe von Gott, die grösseren Weg von Gott? Kennst du Jesus, der wirklich das beides erfüllt hat? Und ist das nicht mega stark, wenn wir wissen, wir sind befreit, wir müssen nichts mehr befürchten? Gott ist perfekt gnädig, perfekt heilig. Er ist eben beides. Wir werden heute noch das Abendmahl feiern. Wir haben noch zwei Songs, wo wir das ein bisschen von Gott bewegen und uns auch challengen lassen, in unserer Sicht auf ihn schauen. Und ich finde, im Abendmahl kommt das auch schön zum Ausdruck. Jesus, der beidem gerecht wird, der uns liebt, der sich selber hergegeben hat, der selber die Schuld auf sich nimmt, damit wir frei sind. Und die Einladung, die gilt ja allen Menschen. So, lass uns doch zusammen aufstehen. Wir werden noch das Gebet sprechen. Und dann gehen wir in eine Worship-Zeit. Du darfst, es wird verteilt jetzt auf den Tisch, das Abendmahl. Und einfach in dieser Zeit miteinander das Abendmahl feiern. Und uns Gott hergeben. Ja, Jesus, danke. Danke, dürfen wir eigentlich schon mehr sehen als der Jona. Und gleich auch uns fällt es immer wieder schwierig, das zusammenzubringen. Ich denke mir, okay, einmal wieder von der einen Seite ein bisschen auf die eine oder andere Seite über. Und hilf uns, wo wir eigentlich die Lösung kennen, dass du in Jesus gezahlt hast, an dem einfach eine mega Freude zu haben. Uns darüber zu freuen und zu überlegen, habe ich das dritte Standbein in meinem Leben? Habe ich das aufgestellt? Vertraue ich auf das? Auf den Gott, der mich liebt? Auf den Gott, der aber auch perfekt gerecht ist? Ja, zeig du uns, wo wir uns ein bisschen korrigieren heute Morgen und was das für unser Leben könnte heissen, wenn wir auf andere Leute schauen. Und wo wir auch wieder neu sehen, hey, deine Gebote, die sind gut für unser Leben. Deine Gerechtigkeit, die ist gut und so wichtig. Und du wirst mal für Gerechtigkeit sorgen in dieser Welt. Danke, dass du da bist und dass wir das Abendmahl feiern, uns erinnern. Hey, das, was du für uns gemacht hast, das zählt. Du hast uns vergeben. Und wir dürfen in dieser neuen Identität mit dir laufen. Amen.